Servus Leute und willkommen zurück zu Star Trek Elite Force. Wir befinden uns noch immer auf der Dreadnought, dieser Riesenkanone. Es nähert sich ein Harvester-Schiff der Voyager, das uns auseinanderreißen will, und wir gucken, dass wir das verhindern. Okay, wie gesagt, diesen Fahrstuhl, Eingang da, was die da gemacht haben, habe ich euch mal hier übersprungen, habe ich euch mal erspart. Was? Klingonen? Was zum Teufel machen die Alter! Was machen denn die Scavenger hier? Was soll die Scheiße? So laufen alle. Ja, die sind bestimmt hier, um das die Kanone auf die Voyager auszurichten, um es dann platt machen zu wollen. Oh, das war jetzt aber. Sieht aus, als hätten sie versucht, in den Kontrollraum zu gelangen. Diese Tür konnten sie aber nicht öffnen. Nein. Sieht so, dass es ihnen besser ergeht, Mr. Tasche. Was für ein Desaster. Vielleicht hat sich die Mannschaft hier zum letzten Mal gegen die Harvester zur Wehr gesetzt. Hoffen wir, dass der Kontrollraum in besserem Zustand ist. Sieht aus, als würden sie sich zum Kampf bereit machen. Nicht, dass es ihnen genützt hätte. Ja, ohne Scheiß. Das geht schnell. Ich hätte wohl nicht viel von einem Techniker, wenn ich nicht mal eine Tür öffnen könnte. Naja. Wer weiß. Wir schauen uns hier jetzt einfach mal um. Was hier so abgeht. Na, schon cool. Wie so eine kleine Geschützkapsel. Sir, versiegeln Sie die Tür für den Fall, dass noch mehr Scavenger da sind. Ja, ohne Witz. Dieser Raum sieht ziemlich unberührt aus. Die Harvester sind wohl nicht so weit vorgedrungen. Die Mannschaft muss sie aufgehalten haben. Ja, ist echt cool. Wie so Geschützkanzeln schaut es hier aus, ne? Drüben und hier. Alles klar. Gibt's hier? Nix. Was gibt's hier? Nix. Okay. Tuvok? Ich bin im Moment beschäftigt, Fähnrich. Ah ja, gut. Diese Steuerungen scheinen einsatzbereit zu sein. Hier ist nochmal diese Riesenkanone. Schließlich hat ja doch noch etwas funktioniert wie geplant. Am Arsch. Die Umgebungsbedingungen sind normalisiert. Sie können ihre Helme absetzen. Ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Computerlogbuch aus. Können Sie es noch einmal abspielen? Ja. Ich schicke es jetzt durch den Übersetzer. Hilfe! Hilfe! Ah! Sie kommt durch die Hülle! Unsere Waffen sind nutzlos! Ich kann nicht... No! Die Verteidigungssysteme sind abgeschnitten, werden abgeschlachtet! Nein! Nein, zurück! Nein! Ah! Kann uns da niemand helfen? Bitte, sie bringen uns alle um! Zerstören unser Schiff! Niemand kann sie aufhalten! Ah! Ah! Oh mein Gott! Krass. Ablenkungen helfen uns nicht dabei, unsere Ziele zu erreichen. Das müssen die Harvester gewesen sein. Mr. Chell, nehmen Sie sich zusammen. Sie reißen die Voyager auseinander. Das ist genau das, was wir hier verhindern sollen. Richtig. Auf jeden Fall ist das ein Rückschlag. Oh nein. Schätze, ich habe mich zu früh gefreut. Ich kann auf das Kampfschiff zielen und von hier aus feuern. Aber der Lademechanismus scheint nicht zu funktionieren. Die Ladung muss manuell geladen werden. Siehste, ich hab's doch gesagt. Nehmen Sie eine kleine Gruppe mit zum Geschützrohr und fahren Sie mit dem Wartungswagen bis zum Ende. Dieser Plasmafokusleiter hier ist falsch eingestellt und schneidet Energie vom Feuermechanismus ab. Sie müssen ihn justieren. Dann machen Sie sich auf den Weg zur Zündkammer. Sobald Sie dort sind, müssen Sie den Energierundstab in die Zündkammer laden. Wenn Sie das getan haben, kann ich auf das Kampfschiff feuern. Gut. Chang, Xetlos, Sie kommen mit mir. Ciao. Sie und Helsia bleiben hier. Puh, ich wusste, dass ich dran wäre. Hey, kein Grund zur Aufregung. Das Schiff ist verlassen. Es sollte keine Schwierigkeiten geben. Ich habe alles im Kopf, dass er an den Liften und Türen im Schiff deaktiviert. Sie sollten von hier aus problemlos weiterkommen. Ja, das sagst du, mein Lieber. Wer weiß, was da noch alles auf uns wartet da unten. So, justieren Sie die Plasmafokusleiter neu, um den Feuermechanismus mit Energie zu versorgen. Begeben Sie sich in die Ladekammer 8 des Kampfschiffs. Gut. Machen wir. Wir gehen wohl nicht auf diesem Wege zurück.
Was? Macht nichts. Sobald wir fertig sind, beamen wir uns hier raus. Die sehen aus wie so Ladestationen. Okay. Das Blöde ist nur, die sind leer. Ja, genau das meine ich. Was ist das? Berühren Sie nichts. Oh oh. Oh oh. Ja, super. Am Leben ist hier nichts, ne? Was passiert dort unten? Ich registriere eine Energiewelle. Und die stehen da und gucken zu. Wie geil. Die stehen da und gucken zu, wie das Ding auf sie zugedackelt kommt. Ah, das ist halt... Wie ist Ihr Status? Beschissen. Wir sind nicht ganz so tot, wie wir dachten, Sir. Es gab hier keinerlei Anzeichen für ein solches Verteidigungssystem. Ja, denn... Sie müssen von einem anderen Teil des Schiffes gesteuert werden. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. In Ordnung, Tuvok Ende. Ja, genau. Dann müssen wir für Sie eine Plage sein. Oh oh. Fette Kanone. Ups, ich hab die Waffe gewechselt. Fuck. Ja, die Kanonen da unten habe ich nicht gedacht. Geht hier jetzt was? Nö. Geht nix. Nee, geht auch nix. Irgendwie müssen wir doch... Tsch, tsch. Irgendwie müssen wir ja, glaub, dort rüber. Da wo diese... Ja. Seien Sie vorsichtig dort unten, Monroe. Ja, ich bin immer vorsichtig. Ich muss ja alles für euch Schwachköpfe erledigen. Ihr könnt ja nichts selber. So, da ist eine Konsole. Ah ja, genau. Die legt diese Plattform um. Dann könnt ihr darüber gehen. Geben wir jetzt einfach mal ein bisschen Gas. Vielleicht schaffen wir es ja sogar in diesem Part. Wer weiß. Möglich wär's. Komm aufwärts. Das ist doch ein Mensch. Was weiß ich. Was weiß denn ich, wie die hier alle heißen? Ach übrigens, ja, ich kann jetzt im Moment gerade ein bisschen lauter reden. Da ich stromfrei habe. Meine zwei Mädels nicht da sind. Okay. Ah, ja genau, da fährst du hoch und direkt den Viechern hier in die Arme. Kann ich eigentlich mal... meine Waffenenergie aufladen? Das fände ich eigentlich mal ganz nett und ganz hilfreich. Denn irgendwie bin ich stark davon überzeugt, dass wir nachher den Photonstoß brauchen werden. Ah, schießt es doch ab. Wo ist das hin? Ah, fuck. Das hätte man doch bestimmt abschießen können. Überall Lebensenergie-Terminals, aber nirgendwo was für Waffen. Oder habe ich das jetzt übersehen? Das blöd. Ist jemand zu Hause? Ups. Schnell Kreis ab. Ah, verpiss dich, Alter. Hörst du ab. Alles muss Papa selber machen. So. Jetzt ist Ruhe hier. Ja, das ist wenigstens gut. Wenn wir die Energie aufladen können. So, was haben wir hier? Gibt es hier was Wichtiges? Ich meine, da haben wir doch was.
in dem Fall habe ich mich geirrt. Da können wir nichts machen. Okay. Sind ja auch geile Türen. So wird's gemacht, Jungs. Nicht anders, dass das mal klar ist. Oh, oh. Da habe ich irgendwas in Erinnerung. Das war nichts Gutes. Nein. Das war gar nichts Gutes. Ach du Scheiße. Boah, fett, Alter. Ja, klar, und schon geht's auf mich los. Ja, natürlich. Verpiss dich. Boah. Oh, nee, hey. Ja, ist klar, ne? Knall's ab, knall's ab, knall's doch weg, das Scheißding. Mann, hey. Wow. Ja, ohne Scheiß. Und auch noch verreckt, hey, zum Kotzen. Das habe ich eigentlich gar nicht gern. Sieht aus, als kämen wir nur auf einem Weg weiter. Wir müssen den Fahrstuhl nach unten nehmen. Von dort kam der Roboter. Ja, na dann los. Mach schon. Komm schon, tu es. Gegenmaßnahmen. Na, hoffentlich treffen wir nicht wieder auf so einen Roboter, da hätte ich echt mal keinen Bock drauf. Ah, das schießt Raketen. Mach das Daumen. Schießt die Scheiße hier runter. Boah, Jungs. Ich würde sagen, Mitch, wie wär's, wenn du von dort abhaust? War hier was? Das muss ich gerade mal überlegen. Außer den Waffenterminals war hier, glaube ich, nichts. Nee. Ich glaube, hier war nichts. Okay, naja, gehen wir weiter. Oh, nice! So etwas wie ein Schweißgerät, ist aber eine ganz brauchbare Waffe. Hört, hört. Hört, hört? Das Ding ist der Hammer. Ja, Mann. Ja, genau, das ist die letzte Waffe, die wir hier in Elite Force finden. Besonders gegen die Drecksviecher. Boah, Alter, geh da unten. Ja, ja, ich weiß, dass du es bist, aber... Wenn du hier mir voll im Wege stehst, dann ist es mir scheißegal, ob du es bist. Oh oh. Ja. Wir müssen weiter aus, denn die Voyager zieht auf uns. Fliegen Sie zurück auf die Krankenstation. Naja, wir haben ein Teammitglied verloren. Super. Geil. Wirklich geil. Ich habe diesen Part ehrlich gesagt nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich weiß zwar schon noch vieles, aber halt nicht alles. Dass Mitch jetzt hier stirbt, war mir unbekannt. Aber okay, gut. Können wir das da... Ach, scheiß drauf. Nee, wir müssen da irgendwie hochkommen. Ich glaube, das ging mit diesen kleinen Kollegen hier. Ja, genau. Der schafft uns hier eine Rampe.
oder? Hier war noch was. Ne, brauchen wir nicht. Der schafft uns hier eine Rampe, dass wir da hochgehen können. Und vorsichtig. Ja. Vorsichtig runterspringen. Nein! Also heute fails nur. Heute fail ich echt nur. Aber okay, das gehört halt dazu. Und ich stehe zu meinen Fails und werde sie euch auch... Alter. Jetzt reicht's. Mich voll. Ja, so gut wie. Also, wie gesagt, der fährt gegen die Rampe. Oder gegen den Pfosten. Rampe auf die Kiste rüber aufladen. Ich habe hier voll Arschlecken. So gut wie voll. Ja, hoffentlich verreckt der Chuck nicht auch noch. Wobei, wer weiß, wenn er so ein bisschen wieder so ein fetter Roboter kommt. So war das für ihn, der Drecksding. Das sind echt fies, die Dinger. Besonders die weichen im Schuss aus. Wir brauchen ewig viele. Wir stecken ewig viel ein. Ja, genau, das sind alle Waffen von uns. Kein Bock hier, nicht ewig mit euch rumzuplagen. Exzellent, Monroe. Sie nähern sich dem Geschützrohr. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. Okay. Oh. Oh, krass. Oh, krass. Sie betreten einen neuen Bereich. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Er sieht schon geil aus, der Bogenschweißer. Nur mit den fetten Stacheln da. Und los geht's. Feinabstimmung. Mal schauen, wie wir das abgestimmt kriegen. Ah, ich hoffe es halt echt, dass wir den, den Teil hier noch hinkriegen. Das wäre echt cool, wenn wir das in zwei... Vorsichtig, wow. Das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Ja. Sofort das Fleisch von ihren Knochen sengen. Und ich glaube, die Knochen mit dazu. Also. Bleibst du unten? Ja, anscheinend bleibt er unten. Dann müssen wir halt mal wieder ran. Die Roboter sind echt effektiv. Das ist echt mega effektiv. Okay, da wartet ein Kollege. Kann man. Was machen? Nochmal. Was geht denn jetzt ab? Ja, wie gesagt, ich habe den Bereich hier nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es hier weitergeht. Relativ lange gehangen. Ich hab's nicht rausgefunden, ist doch leider. So,
Ach, sage mal, das gibt's doch nicht. Also auf jeden Fall hängt es irgendwie hier an dem Teil hier zusammen. Aber ich komme leider nicht drauf. Ja Leute, ich hänge gerade ein bisschen. Und würde... Ach Gott, nee. Oh mein Gott. Kleiner Wartungstunnel. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ja. Ja, ist gut. Relax. Das Ding machen wir jetzt einfach mal kaputt und dann können wir hier weiter. Boah! Naja, das wird nichts mit den zwei Parts, das sehe ich jetzt schon. Hey, Monroe, was auch immer Sie getan haben, es hat funktioniert. Nein, hör auf! Hör auf! Erzähl doch sowas nicht. Das habe ich jetzt mal gar nicht bemerkt. Okay, wir machen jetzt noch ein bisschen. Wir überziehen einfach ein paar Minuten. Aber ich glaube. Ja. Boah, die Dinger, die sind so fett. Nein, ja. Erzähl doch nicht so eine Geschichte. Nicht in einer Explosion stehen bleiben. Okay. Viele von den Viechern hier rumlaufen, das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Wenigstens konnten wir unsere Waffenenergie. Wow, wo denn? Hallo? Das. Wir müssen in der Nähe der Fokuskammer sein. Ich weiß nicht, wie klug das jetzt platziert war. Wow, fuck. Shit, ey. Ich dachte, es wäre nur da hinten, auf einmal läuft das Viech hier raus, ey. Alter, ne. Wir zerlegen hier noch ein bisschen. Oh, das ist die Fokuskammer, ja. So, einen. Wir säubern jetzt hier erstmal. Sie sind im Fokuskammer. Erklären Sie das Problem.
ja, und wir im Synchron. Zapf's mal die ganze Energie runter. Nee. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall auf die andere Seite kommen. Das erweist sich aber als nicht ganz einfach. Wir können nicht einfach hier rüber springen und ja, dann sind wir ziemlich schnell ziemlich tot. Und wie wir darüber kommen, denn das weiß ich noch, das zeige ich euch in der nächsten Folge. So Leute, damit kommen wir zum Ende. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.